Hallo, liebe Nachbarn. Mein Name ist Kirk Possner und ich benutze dieses Medium aus einem einzigen Grund. Weil nämlich hier Dinge aufgetreten sind in unserer Gegend, Schmachtenhagen, Zehlendorf und Wensickendorf, die einfach nicht mehr zu tolerieren sind und wo ich der Meinung bin, dass wir nun langsam mal was unternehmen müssen. Um möglichst viele zu erreichen, mache ich das natürlich über ein YouTube-Video, weil ich kann nicht von Zaun zu Zaun rennen, hätte ich die nächsten 3 bis 4 Jahre zu tun, um mit jedem Einzelnen dieses Gespräch durchzuführen. So, fangen wir doch an. Und zwar geht es um die Eierfabrik. Habt ihr ja sicherlich schon alle mal was von gehört, dass zwischen Zehlendorf und Schmachtenhagen eine Eierfabrik entstehen soll. So, wie sind wir da drauf gekommen? Das geht seit vorher, ja, Juni, wurden die ersten Plakate aufgehängt und die BI, also die Bürgerinitiative, hat sich gegründet und formiert und hat Aktionen vorbereitet, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, was da passiert. Für mich war das auch erstmal so, dass ich gesagt habe, okay, so schlimm wird es nicht werden. Außerdem sind es ja auch noch Bio-Eier und. Also ich war da auch erst sehr gelassen, ich und meine Frau. Bis zu einem Zeitpunkt, das war der 4.10., da war eine öffentliche Sitzung des Bauausschusses in Schmachtenhagen auf dem Bauernmarkt, wo ich leider nicht konnte, aber wo ich dann meine Frau gebeten habe, dass sie vielleicht, wenn sie Zeit hat, da mal hingeht und dass wir uns mal darüber unterhalten können, was ist denn das nun? Ist das was Konkretes? Ist das nichts Konkretes? Ist das einfach nur Panikmache etc.? So, sie kam nach Hause, wir unterhielten uns dann abends um 8 und dabei sagte sie mir, dass jemand ein Foto hatte, ein Foto, wo eine riesen Staubwolke drauf war. Diese Staubwolke wurde aufgenommen genau an diesem Fleck, wo diese Eierfabrik hin soll. So, und als ich diese Staubwolke gesehen habe, da ging mir sofort ein Gedanke durch den Kopf. Und zwar dieser hier. Wir sind am Arsch. So, meine Frau meinte zu mir, ja, wie kommst du jetzt auf die Idee? Warum ist denn das so schrecklich? Ich meine, ja, weil diese Staubwolke sagt mir, dass wenn da Hühner sind, eine riesengroße Sache auf uns drauf zukommt, dass dieser Staub von den Hühnern gleichmäßig in unserer gesamten Umgebung verteilt werden. Ist mir ein Beispiel eingefallen, was da vielleicht ein bisschen die Sache ein bisschen mehr verdeutlicht, und zwar die Rapsblüte. Wenn wir hier Rapsblüte haben, dann haben wir überall auf den Dächern, in jeder Pfütze, in jeder Regentonne, haben wir den Rapspollen zu liegen. Und dieser Rapspollen, der ist also die Rapspflanzen, die manchmal weiß ich gar nicht, wo die Felder sind. Die sind stellenweise 2, 3, 4, 5 Kilometer weg, bis ich dann durch Zufall mal so ein Rapsfeld entdecke, weil es ja nicht jedes Jahr unmittelbar in der Nähe ist. Also damit war mir klar, dass so eine Staubentwicklung doch eine sehr weittragende Geschichte ist. Und da wir ja alle wissen, wie Hühner sind, dass sie innerhalb kürzester Zeit ihr Territorium, also jegliche Grün darauf vernichten und dann entsprechend eine Staubfläche entsteht und das bei einer bestimmten Größenordnung natürlich zu einer absoluten Belästigung wird, ja, dass wir dann viruellen, mikrobiellen, bakteriellen und auch Milbenbefall haben, weil ja Hühner bekanntlich die Sorte Tiere ist, die das höchste Allergenpotenzial haben von allen Tieren. Ja, und das ist ja nur noch eine Frage der Masse, ob das sehr unangenehm werden kann oder ob das einfach zu ignorieren ist. Und da war ich der Meinung, das ist nicht mehr zu ignorieren. Na, wir haben uns dann erkundigt, wie das abläuft, also wie diese Bio-Verordnung, die Europa-Bio-Verordnung, was die aussagt. Und die sagt eigentlich aus, 3000 Hühner pro Stall. 3000 Hühner pro Stall. So, was will der Investor machen? Der will natürlich nicht 3000 Hühner da haben, weil das rechnet sich ja wieder mal kommerziell nicht, ja? Obwohl ja andere Biobauern damit leben müssen, mit diesen 3000 Hühnern. Aber die sind natürlich der Meinung, 3000 Hühner ist nicht so richtig schön, also machen wir doch was ganz anderes. Wir bauen zwar einen 3000 Hühner Stall, aber wir bauen da 7 nebeneinander, was denn eine Halle ergibt. So, und da kommen wir dann mal ganz schnell auf 21.000 Hühner. So, da der Investor ganz gerne 2 von diesen Hallen bauen möchte, ja, da sind wir dann mal ganz schnell auf 42.000 Hühner. So, pro Investor. Bei dieser Baubesprechung kam heraus, dass es 2 Investoren sind, die genau dieselbe, die dasselbe Vorhaben haben. Also 2 Investoren, a 42.000 Hühner, macht 84.000 Hühner. Und jetzt sind wir noch lange nicht am Ende mit der Rechnerei. Jetzt wird es erst richtig interessant. Ja, weil diese Hühner, diese 84.000 Hühner, haben einen Anspruch auf Freifläche 8 Stunden lang am Tag von 4 Quadratmeter.
dass hier nicht irgendwie was Falsches aufkommt. Ich neide den Hühnern nicht die 4 Quadratmeter. Im Gegenteil, ich sehe das als großen Vorteil, dass jetzt nicht mehr 5 Hühner auf 1 Quadratmeter zusammengepfercht werden, sondern dass ein Huhn 4 Quadratmeter Freifläche hat und 1 Quadratmeter im Stall zusteht. Finde ich total klasse. Aber bei diesem Potenzial, was sich da auftut, sind wir hier, wie die Zahlen beweisen, also 84.000 mal 4, kommen wir auf 336 Quadratmeter, also 33,6 Hektar Außenfläche, Staubfläche. Eine Staubfläche, die eigentlich nicht mehr zu kontrollieren ist, die natürlich unter normalen Bedingungen ja, gar nicht entstehen würde. Weil 3.000 Hühner kann man natürlich um den Stall herum immer eine Grünfläche machen. Also so, dass die Grünfläche nicht komplett radikal vernichtet wird, sondern dass die so gewechselt werden können, dass die Hühner immer auf grünem Boden sind. Also Staubfläche entsteht nicht. Zumal ja die Anlage 3 dieser Bio-Verordnung auch noch aussagt, dass eigentlich nur 230 Hühner auf dem Quadratmeter gehalten werden dürfen. Und der Abstand zwischen Stall und Außengrenze dieser Freilauffläche darf nur 150 Meter betragen. Ich meine, wie das letztendlich gemacht werden soll, kann ich mir überhaupt ja nicht vorstellen in diesem Fall, weil es geht rein rechnerisch schon gar nicht. Aber sicherlich wird da über die Politik in Zusammenarbeit mit den Lobbyisten werden da entsprechende Ausnahmegenehmigungen, wie auch immer, geregelt, dass es denn doch irgendwie möglich sind. Und wir haben das Problem, wie gesagt, mit dieser Staubfläche. Und diese Staubfläche, das wird sich ganz gleichmäßig, je nach Windverhältnissen, verteilen in unserer Umgebung. Da habe ich jetzt mal hier so eine Skizze gemacht, wo wir hier sind. Dreht mal ein bisschen beiseite. Also Zehlendorf, klar, Wensickendorf, Schmachtenhagen. Dazu habe ich mal hier die Richtung Nord, Ost, Süd, West angezeichnet, damit man das auch schön sieht. Und da sehen wir dann natürlich, meistens haben wir West- und Nordwestwinde. Also wir sind hier voll drinne. Zehlendorf, Wensickendorf ist immer schön bestäubt, kann man sagen. Von dem mikrobiellen Full-Out, der da auf uns drauf zukommt. Aber auch Schmachtenhagen braucht sich da nicht rausnehmen, weil Schmachtenhagen wird von den Ostwinden gut bestäubt. Und das sind ungefähr 30% der Winde im Jahr. Also auch Schmachtenhagen ist gut mit dabei. Ich habe jetzt hier mal eingezeichnet, wen es speziell betrifft. Wir haben hier eine Kita hier, wir haben einen Kindergarten in Schmachtenhagen und eine Grundschule. Also auch die Kinder sind dem virulen, bakteriellen Befall immer gut ausgesetzt. Und da können wir eigentlich auch kaum noch was, denn wenn das Ding einmal steht, ich habe es hier mal eingezeichnet, wo es ungefähr hinkommen soll. So ganz genau konnte ich bis jetzt nicht rauskriegen, wo jetzt direkt der Standort ist, da ja auch noch gar keine Bauanträge gemacht werden. Also das ist jetzt der Standort sicherlich für die ersten 42.000. Die 42.000 werden ja da nicht mehr hinpassen, die werden dann sicherlich hier irgendwo hinkommen. Ne? Ich meine, hier oben ist Bernöwe. Bernöwe wird nicht allzu viele abkriegen, weil da ein Wald dazwischen ist. Aber ich denke mal Stolzenhagen, da wird der Wind noch gut reinwehen und auch die haben noch Spaß mit unserem Hühnerstaub. So, das sind jetzt die Sachen, wie sich das jetzt hier territorial abspielt. Interessant ist natürlich auch zu bedenken, dass auch die Geruchsbelästigung natürlich erheblich ist, weil wir kennen das ja aus vor 4-5 Jahren, als sie hier uns den Hühnermist abgeladen haben aus Holland oder aus wo sonst woher. Da hatten wir ja auch die Geruchsbelästigung, also abgeladen wurde das ja in Wensickendorf, hier hinten irgendwo, hier in dem Bereich. Und ich meine, es hat auch bei uns überall ganz fantastische Stunken. Also auch die Geruchsbelästigung wird sicherlich nicht unerheblich sein. So, also ich muss mit dazu sagen, ich bin mal hier rausgezogen vor 20 Jahren mit dem Anspruch, wenn ich mal Zeit dazu habe, meinen Garten so zu gestalten, dass ich mich quasi fast selbst versorgen kann. Also das war natürlich das Ziel. Ist das Fernziel, ob das jemals kommt, weiß ich nicht. Aber jetzt nach 20 Jahren hätte ich die Zeit. Ja, und jetzt auf einmal kommt hier eine Situation zustande, die eigentlich für mich diese ganze Lage völlig unattraktiv macht. Ja, es ist ja auch so, dass der gesundheitliche Aspekt ja, überhaupt nicht zu vernachlässigen ist, weil am 7.10.2016 hatten wir ja in der Kirche von Zehlendorf ein Kinderarzt, der sich die Mühe gemacht hat, mal alle zusammenzufassen, was an Studien da ist, um zu verdeutlichen, wie hoch ist denn die Gefahr eigentlich. Man muss dazu sagen, dass da sehr wenig Material da ist. Kann mir auch gut vorstellen, warum. Weil wer hat Interesse da dran? Auf keinen Fall die Politik. Die müsste was unternehmen, der Betreiber auch nicht. Der würde ja dann sich selber aussetzen, dass eventuell Gegenwehr entsteht. Und die Leute, die erstmal wohnen im Umfeld von solchen
Anlagen, ja, die haben natürlich auch kein Interesse mehr. Warum nicht? Weil natürlich die Grundstücke im Wert in die Knie gehen. Ja, also letztendlich ist gar kein richtiges Interesse dran. Irgendein Institut hatte doch mal Interesse und das war auch sehr interessant, ist auch hier bei der BI zu erfahren. Also dieser Vortrag ist da jederzeit nachzufragen, wie viel Dreck da wirklich runterkommt. Ja, die Hauptleidtragenden waren natürlich Kinder, alte Leute, die dann hier die Probleme mit den Erkrankungen von den oberen Atemwegen hat, Lunge etc., Asthma. Also halt eine ganz fantastische Sache. Wie gesagt, die Hühner, das sind ja die Tiere, die uns gerade Massentierhaltung mit am stärksten belasten. Das muss man einfach mal so sagen. Und da können die auch Gegenargumente bringen, wie sie wollen. Ja, letztendlich weiß jeder, der auf dem Land lebt, dass Hühner in großen Mengen letztendlich nicht gesundheitsfördernd sind. So, dann wollen wir mal weitermachen. Der nächste Aspekt, der da natürlich auch sehr interessant ist, ist der kommerzielle Aspekt. Denn was passiert denn mit unseren Grundstücken, wie schon mal angedeutet, ja, wenn so eine Eierfabrik hier ist? Ich meine, welches junge Ehepaar, was sich eventuell beschließen würde, aufs Land zu ziehen, um die reine Luft zu genießen natürlich, Sonne etc. Was werden die denn wohl sagen, wenn so eine Staubschleuder in ihrer Nähe ist? Da werden sie natürlich sagen, gut, okay, dann ziehe ich nicht an diese Stelle, dann ziehe ich an die andere Seite, wenn ich unbedingt in der Nähe von Oranienburg leben möchte, Germendorf etc., da wird mich das nicht so sehr belasten und die Grundstückspreise sind dieselben. Also heißt, weniger Nachfrage, gehen die Grundstückspreise in die Knie. Das ist eine ganz normale Geschichte. So, das habe ich jetzt mal hier, also ich habe mich mit einigen Immobilienmaklern, die ich kenne, unterhalten. Und die haben mir gesagt, also die habe ich ganz konkret gefragt, wie schätzt ihr die Lage ein, wie weit werden die Grundstückspreise runtergehen? Ich schätze mal so 40-50%. Die bestätigten mir das und meinten, es kann so ja sein, dass es noch weiter runtergeht, aber das ist natürlich jetzt alles Orakel. Und da ich ja die Sachen lieber schlecht rechne als gut rechne, also auch in diesem Fall, habe ich jetzt mal 25% angenommen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Grundstücke im Durchschnitt hier bei uns so um die 200.000 Euro wert sind. Das bedeutet also, bei 25% Wertverlust, was wirklich eine sehr gutmütige Schätzung ist, liegen wir bei pro Grundstück bei 50.000 Euro. Und wenn ich jetzt die 50.000 Euro, gehen wir hier auf die Seite, mal 2.000 Grundstücke rechne, dann komme ich auf eine Wertvernichtung von 100 Millionen. Also wie gesagt, 100 Millionen werden vernichtet, dass einige Leute, sehr wenige Leute, Geld verdienen können in unserer Gegend. Ich habe da mal noch eine andere schöne Sache dazu gemacht. Hier, also wir haben also ein gutes Verhältnis, ein gutes Verhältnis von 4 Leute verdienen ungefähr. Also ich rechne jetzt mal mit 4 Investoren. Ja, bis jetzt ist nur einer bekannt, aber sicherlich wird der ja auch noch mit anderen Leuten zusammenarbeiten und die anderen, wie viel das sind. Also wir sagen jetzt einfach mal 4 Investoren. Und wie viel sind wir hier in der Gegend? Mindestens 4.000 Menschen, also 4 gewinnen, 4.000 verlieren. Das ist eine ganz eindeutige Darstellung. Hier habe ich mal in der Tabelle hier, jetzt nach oben, klar, Gewinne einfahren. Darum geht es ja letztendlich, kann ich auch nachvollziehen, will ich niemanden neiden. Aber in dem Fall sind die Verluste bei uns und da kann ich nicht mehr lächeln zu. Also das ist jetzt ein Problem, was hier ansteht, ja, was auf jeden Fall mal auf den Tisch muss und was auch alle Betreffenden mal ordentlich deutlich zu Ohren gebracht werden sollte. So, weitere kommerzielle Geschichten sind natürlich, habe ich mal hier. So, also der Investor bezahlt das natürlich nicht aus seiner eigenen Tasche. Also ganz konkrete Angaben waren bei dieser öffentlichen Besprechung, dass pro Hallenzuschuss von 600.000 Euro gezahlt wird. Also 600.000 Euro Steuermitteln. Also mit anderen Worten, wir bezahlen 600.000 Euro pro Stall dafür, dass letztendlich unser Lebensraum eingeschränkt wird. So, da habe ich das mal hier, 600.000. 4 Hallen sollen ja gemacht werden, nicht pro Stall, sondern pro Halle ist das. 4 Hallen sollen gemacht werden, kommt raus 2,4 Millionen hier unten. Ja, bekommt ihr als Zuschuss dafür, dass wir ein richtig fettes Problem haben. Bin ich natürlich auch überhaupt nicht begeistert, dass es letztendlich mit meinen Mitteln in diese Richtung gearbeitet wird. Gut. Ein anderer Aspekt ist natürlich weiterhin Arbeitsplätze. Was ja immer die große Losung ist, ja, da werden ja Arbeitsplätze geschaffen. Dazu habe ich hier auch mal eine Gegenüberstellung gemacht. Also Arbeitsplätze, so wie ich gehört habe, sollen pro Halle 2 Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich konnte es mir selber jetzt nicht so richtig vorstellen, dass es nur 2 Vollarbeitsplätze, also vielleicht sind es ja 2 Vollarbeitsplätze und noch ein paar niedrig bezahlte, Niedriglohnarbeitsplätze. Irgendwie so wird es sicherlich laufen. Aber ich habe jetzt mal 4 Arbeitsplätze angenommen
um das positiv zu betrachten, dass dann vielleicht doch ein bisschen mehr geschaffen wird, sicherlich pro Halle. Also je nachdem, wie viele Halle das wären, umso weniger Arbeitsplätze pro Halle sind natürlich notwendig. Ja, also ich gehe jetzt mal von 4 Hallen aus mit 4 Arbeitsplätzen, macht 16 Arbeitsplätze. Hört sich jetzt für mich nicht so viel an, weil wie viele Arbeitsplätze werden dann vernichtet dadurch? Also auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass ja einige Reiterhöfe in unmittelbarer Umgehung sind. Und jeder Reiterhof ernährt auch mindestens 3 bis 4 Personen. So, wenn wir jetzt mal so in unmittelbarer Nähe von 6 Reiterhöfen ausgehen, ich habe mal eine Zahl von 16 gehört insgesamt, aber wir gehen jetzt mal von 6 aus, dann stehen also alleine dadurch 6 mal 4 macht 24, also 24 Arbeitsplätze werden vernichtet, um 14 zu schaffen. Das ist natürlich eine super Bilanz, kann man sich immer mal wieder anhören und sollte man aber genau überlegen, ob das wirklich so wirtschaftlich ist. So, das sind diese Sachen. Ich möchte denn noch mal was sagen zu Bio. Also ich meine, biologisch ist da an dieser Angelegenheit überhaupt nichts. Weil Bio, unter dem Aspekt Bio sind wir mal angetreten oder sind die Menschen, die sich dafür interessiert haben, die mal vor Jahren da sehr viel Zeit für geopfert haben, das sollte einen ökologischen Hintergrund haben. Das sollte nicht nur sein, dass die Hühner mit Bio-Getreide versorgt werden, sondern es sollte sein, ein Einklang zwischen Mensch, Natur, Umwelt, dass da eben mit dem schönen Begriff nachhaltig gewirtschaftet wird. Ja, ist ein Begriff, der in letzter Zeit sehr viel verwendet wird, den ich auch nicht so glücklich finde, aber der doch sehr viel aussagt. Und diese Sache kann ja in dem Fall überhaupt gar nicht sein. Nachhaltig ist bei dieser Sache gar nichts. Es wird unsere Luft versaut, das wird unser Grundwasser versaut. Ja, die mineralischen Einflüsse sind auch nicht zu vernachlässigen. Da gibt es wiederum ganz gute Studien drüber, wie weit das Grundwasser oder Schichtenwasser, was wir hier haben, beeinflusst wird, und es ist erheblich. Und weiterhin ist ja der Gedanke, also ich meine, ich werde ja in Zukunft, ja, wenn diese Fabrik da steht, nie wieder in Ruhe eine Weintraube essen können. Weil, oder einen Apfel einfach vom Baum nehmen oder überhaupt irgendein Gemüse oder eine Frucht aus meinem Garten genießen können, ohne den Hintergrund zu haben, was ist denn da jetzt drin? Weiter geht's mit den Pilzen. Ich bin begeisterter Pilzsammler. Fällt weg in Zukunft. Also nie wieder auf jeden Fall mit dieser Ruhe, die ich bis jetzt hatte. Alles schön hier, alles herrlich, und hier kann ich in Ruhe das nehmen, was ich möchte, und kann es auch so genießen, wie ich es vorgehabt habe. Wird alles wegfallen. Ne? Also wir haben hier eine Beeinflussung, die eigentlich überhaupt gar nicht zu kalkulieren ist. Ja, in keine Richtung. Ob das jetzt die ökologische, die ökonomische Sache ist, das ist für uns eigentlich wirklich ein Super-GAU. So, jetzt steht man natürlich da, was kann man dagegen machen? Also erstmal muss man sagen, alle müssen irgendwie was machen, alle müssen zusammenhalten. Diese drei Dörfer, die ich hier aufgezeichnet habe, ich hole die mal nochmal vor, den Plan für die Dörfer. Also diese drei Dörfer, die unmittelbar davon betroffen sind, ja, ich meine, wenn die nicht zusammenhalten und zusammenstehen, alle Menschen, und zwar jeder, ja, jeder Einzelne, und da kann sich keiner rausnehmen, da kann er nicht hoffen, dass sein Nachbar jetzt für ihn das irgendwie erledigt und der wird schon machen, nee, nee. Wenn wirklich nicht alle Leute da drin stehen und an den Aktionen teilnehmen, dann wird das nicht werden, dann werden die durchkommen. Weil ich habe ganz konkret vom Bürgermeister hier ein Schreiben, dass das ja alles nach Recht und Gesetz geht. Und Recht und Gesetz ist ja bei uns immer so. Immer geht alles nach Recht und Gesetz. Und jeder, der denn die Macht hat, das Gesetz durchzusetzen, der setzt es durch, auch gegen die anderen, die eigentlich der Meinung sind, Jan, so kann es ja nun auch nicht laufen. Und das haben wir ja nun sehr häufig miterlebt in der Politik. Da brauche ich jetzt im Einzelnen nicht drüber zu reden. Aber diese Leute müssen durchhalten. Was können die jetzt machen? Was kann man jetzt wirklich unternehmen, um sofort Farbe zu bekennen? Da habe ich hier auch mal eine Sache, also von meiner Warte aus jetzt kreiert. Ich meine, es sind ja schon einige Sachen passiert. Ja, die BI hat ja schon unternommen. Sie nimmt an Demonstrationen teil, organisiert selber welche und. Aber mir ist der Zuspruch noch ein bisschen zu wenig. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ja, also, dass wirklich die Leute sagen, ja, sind ja nicht 50 oder 100 Leute, Querulanten, die da wieder auf der Straße sind. Nein. Hier sind 4.000 Leute betroffen, bis 5.000 Leute, wenn ich mal alle Kinder mit dazu zähle, die ja nicht unerheblich sind, ja, die zwar kein Stimmrecht haben, aber letztendlich ja auch mit dem Dreck den erheblichen negativen Einflüssen unterliegen. Ja, da habe ich jetzt mal aufgeschrieben, was können wir machen, ja, was kann ich machen, ich konkret, ich jetzt hier und jeder von euch auch ich. Ja. Also erstmal diese drohte Kreuz am Gartenzaun. Das zeigt erstmal jedem Einzelnen, der hier durchgeht, von den Leuten, die sowas zu verantworten haben, oh, da ist ja doch eine ganz schöne Masse, die ist dagegen. Ja, die findet ihr ja nicht so toll. Dann wird noch am Autoaufkleber verteilt. Ja, den werde ich demnächst drucken lassen und dennoch über die Post verteilen lassen. Ja, über einen entsprechenden Brief, wo alles nochmal erklärt wird.
So, also erstmal an jedes Auto ein Autoaufkleber. Ihr könnt da später wieder abmachen, eure teuren Autos, denn die sollen davon ja nicht beschädigt werden. Aber damit bekennen wir Farbe. Damit zeigt jeder, der ein Auto hat, zusätzlich nochmal, ich bin dagegen. So, dann kommt meine 50-Euro-Aktion. Was heißen 50 Euro? Mein Gedanke ist, wenn ich von jedem Erwachsenen, oder nicht ich persönlich, sondern die BI, die Bürgerinitiative, 50 Euro von jedem Erwachsenen bekommt, ja, dann sind das zusammen bei 4.000 Leute, sind das 200.000 Euro. 50 Euro hört sich jetzt vielleicht für den Einzelnen besonders viel an, aber da möchte ich mal noch mal auf eine andere Sache hinweisen. Hier, wo war der Wertverlust? Moment. Ups, was ist denn das jetzt? Ja, die Tafel mit dem Wertverlust. Hier, 50 Euro stehen gegen 50.000 Euro. Und ich finde nicht, dass denn 50 Euro zu viel sind. Die 50 Euro, wenn ihr die nicht zahlt, dann werden die euch richtig teuer zu stehen kommen. Ja, aber wenn wir diese 50 Euro haben, diese 200.000 Euro, die dann da zusammenkommen, ja, mit den 200.000 kann man jeden Prozess anstreben. Wenn das denn doch durchkommt nach Recht und Gesetz, dann muss man auch nach Recht und Gesetz die Sache blockieren. Und das ist möglich. Wir haben damals bei dem Bombodrom, als diese in Wittstock, als die Bundeswehr das weiterführen wollte nach der Wende, haben die Menschen da 10 Jahre dagegen gekämpft. Und sie haben fast jeden Prozess verloren, muss man mal sagen. Aber sie haben nicht aufgegeben. Sie haben immer wieder, und bei uns ist ja Recht nicht, dass der Richter sagt so oder so, sondern der Richter sagt ja mal ja, aber mit den und den Einschränkungen, ja, aber mit den und den Einschränkungen. Und nach 10 Jahren war der Bundeswehr einfach zu blöd. Ja, die hat gesagt, gut, okay, wenn das hier so weitergeht, dann hat das einfach keinen Sinn für uns. Ja, und genau diese Sache muss entstehen, wenn der Mensch nicht freiwillig aufhebt. Dann brauchen wir einfach das Geld, um letztendlich die Sache zu blockieren. Und sollte dann zum Schluss was übrig bleiben, wo ja auch wieder jeder Angst hat, dass da eventuell sich jemand was rausnimmt. Wenn wir das geschafft haben, dann werden wir die größte Feier veranstalten, die es hier je auf den Dörfern jedem hat. Dann könnt ihr einladen, wie ihr wollt. Entweder den Dalai Lama oder das Symphonieorchester oder Helene Fischer oder sonst wen. Also da werden sich dann schon Sachen finden, wo die, was den Leuten denn Spaß macht, inklusive Freibier, Freikocktail, weiß ich was, was da alles möglich ist, ist auch ja nicht wichtig. Auf jeden Fall wird das Geld dann für die Menschen verwendet, die dann auch gespendet haben. Und die werden dann auch ihre Freude dran haben. Aber zuerst muss ja mal die Sache vom Acker. Und das funktioniert nur mit eurer Beteiligung. So, also wie gesagt, hier diese 50 Euro, die liegen mir auch sehr am Herzen. Zumal die ja auch, wenn wir wirklich 200.000 zusammen kriegen, das ein absolutes Statement ist. Das beweist, dass die Leute wirklich ein Interesse daran haben. Denn wer 50 Euro gibt, ja, der sagt, nee, will ich nicht. Ja, wie gesagt, und in meinen Augen ist es ja wirklich auch ein sehr, sehr kleiner Anteil. Ja, gemessen an dem Wertverlust, den wir alle einfahren, wenn die Sache kommt. So, und natürlich, die nächste Sache ist das mit den Veranstaltungen, an den Veranstaltungen teilnehmen. Wenn Veranstaltungen sind, muss Masse da sein. Nur Masse, präsente Masse, wird das sein, was die Sache verhindert. Ja, und dann kann natürlich auch jede eigene Idee ist willkommen. Ja, jede Idee, die hilft, ja, zu demonstrieren, das wollen wir nicht, ja, ist eine gute Idee. Ja, ich habe da auch die Idee mit den Montagsdemonstrationen, muss ja nicht jeden Montag sein, kann ja auch alle 14 Tage sein, im März, April, wenn es ein bisschen wärmer wird, in Oranienburg auf dem Stotzplatz. Das wird Eindruck machen, wenn da immer 100, 150 Leute stehen, müssen ja nicht dieselben sein. Und wenn man sich das mal ausrechnet, wenn jeder einmal hingeht, bei 4.000 Leuten, 150 sind jedes Mal da, da geht jeder einmal im Jahr hin. Ja, also das ist keine Überbelastung für den Einzelnen. Und jede Belastung, ja, die daraus entsteht, ja, also ich glaube letztendlich gegenüber, was dem gegenübersteht, für eine Belastung, die wir denn nachher haben, ja, durch diese ökologische, ich sage mal, Katastrophe, die sich denn hier anbahnt, ja, ist eine minimale Belastung gegenüber das, was wir anschließend haben. So, also ich habe dennoch hier eine Sache, wie steht denn eigentlich die Politik dazu? Die Politik ist auch eine interessante Sache. Natürlich ist die Politik, die Opposition ist natürlich auf unserer Seite, vollkommen klar. Ist ja immer so, dass die Opposition, egal welcher Art, die Grünen sind natürlich auf unserer Seite, die finden es doof, vollkommen klar. Die Freien Wähler finden es auch doof, die
Die CDU findet es auch doof, allerdings haben die schon signalisiert, ja, die haben auch noch andere Probleme, die können sich nicht ständig darum kümmern. Ja, und ich denke mir mal, wenn die jetzt das sagen hätten, dann wären die genau, würden sie genau dasselbe machen, was die SPD macht. Vielleicht beide zusammen sagen, naja, so schlimm ist das ja alles nicht und da muss man drüber reden und das muss man irgendwie, da muss man einen auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ich weiß nicht, wie man auf einen gemeinsamen Nenner kommen sollte in dieser Situation, weil er ist einfach gar nicht da. Der einzige gemeinsame Nenner, der mir einfällt, ist, 3000 Hühner sind 3000 Hühner. 3000 Hühner haben so viel Auslauf, dass die 3000 Hühner die Staubfläche nicht überhaupt herstellen. Also die Grünfläche wird nicht vernichtet. Es ist so viel Grünfläche da, dass ständig gewechselt werden kann, so wie ja eigentlich auch gedacht war, dass überhaupt gar keine Staubfläche entsteht. So, das wäre der einzige Nenner, den ich mir vorstellen kann, aber den kriegen sie natürlich da nicht 84.000 Hühner hin auf die Fläche, sondern maximal 9.000. Ja, also rein aus dem Gefühl her, rein rechnerisch. Ja, aber das wird sich natürlich für die Herren nicht mehr rechnen. Ja, und um Gewinnmaximierung geht es ja hier, um nichts anderes. Ja, jede andere Sache wird herangezogen, aber doch in meinen Augen mehr oder weniger nur zum Schein. Ja, und wir wissen ja auch gar nicht, was dabei rauskommt, vielleicht sagt der Investor ja auch irgendwann, ja, Bio ist mir zu kompliziert, wir machen mal eine konventionelle Sache draus und schon braucht er sich an viele, viele Absprachen nicht mehr zu halten und wir haben noch ein ganz anderes Problem, ja, noch ein intensiveres Problem dieser Massentierhaltungsgeschichte. Ja, mit Ökologie, wie gesagt, hat es gar nichts zu tun, das ist nur industrielle Massentierhaltung mit einem Ökosiegel und unter dem Aspekt sollte man das auch betrachten und sich da auf keinen Fall irgendwas von jemand anders vormachen lassen. So, was die SPD, von der ich ja nun noch nicht so richtig geredet habe, für ein Statement dazu gibt, das hatten wir hier, also ich habe das mal vergrößert, hängt im Übrigen alles, was ich hier aufgezeichnet habe in Zehlendorf im ehemaligen Dorfkonsum, da wird das alles nochmal plakativ in die Fensterscheiben gesetzt, da war diese Seiten im Übrigen auch, da war im Stadtboten Oktober 2016, da hatte sich dann der Herr Leseke, der hat dann da ein Statement so abgegeben. Also ich meine, da sehen wir ja schon mal, dass es die richtigen Leute auch erreicht, dass die denn da auch, dass sie nicht mehr drum herum kommen, sich mit dieser Sache zu beschäftigen. Der hat uns natürlich hier dargestellt, als also sobald irgendwas passiert, ja, kann man reflexartig damit rechnen, dass sich die Leute aufregen. Ja, also hat uns eigentlich als Wutbürger und Leute, die nicht so richtig nachdenken und auch nicht den Durchblick haben, dargestellt. Also fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Hat uns hier eine biobäuerliche Idylle hingesetzt, ja, dass das ja alles Landwirtschaft wäre, ja, wo ich ja der Meinung bin, mit Landwirtschaft hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, Massentierhaltung ist keine Landwirtschaft. Massentierhaltung ist immer Massentierhaltung. Ja, und die dient nur einem einzigen Zweck, einer Maximierung des Gewinnes. Ja, und da wird auf nichts Rücksicht genommen, weder auf Natur, Tier, Menschen interessiert überhaupt nicht. Das geht da einfach nur darum, möglichst viel Geld mit möglichst wenig Aufwand. Ja, sieht man ja an die Arbeitsplätze, die es schafft. So, ich habe daraufhin auch einen Brief bekommen von dem, erstaunlicherweise eine Antwort. Hat er sich die Mühe gemacht, fand ich auch total klasse, auf mein Schreiben. Die natürlich für mich jetzt ein bisschen nichtssagend ist, freundlich gehalten, aber nichtssagend, auf meinen Brief überhaupt nicht eingegangen. Ja, nur noch mal darauf hingewiesen wurde, dass das halt alles mit Recht und Gesetz ist und dass man da ja eigentlich nichts machen könnte. Also ich meine, insofern sehen wir ja schon, was können wir machen? Wir können Farbe bekennen. Die Politik kann uns anscheinend nicht helfen, wieder mal nicht. Bei all diesen Problemen. Und das Geld, was da vernichtet wird, ich meine, ich möchte bloß eine Sache ansprechen. Ich meine, vor kurzem haben wir ja alle festgestellt, wie Geld vernichtet wird, indem sie uns ein zweites Mal abgezockt haben, hier als Anschlussgebühr, Altanschließergebühr. Die Richter haben eindeutig gesagt, wir sind beklaut worden. Das war nicht rechtens, aber trotzdem sind die nicht der Meinung, dass sie uns das Geld zurückgeben müssen. Ich meine, so viel mal dazu. Gut, das spielte sich jetzt bei mir um eine Summe von 4.000 bis 5.000 Euro ab, hat mich jetzt nicht umgebracht. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass mir 50.000 weggenommen werden, also von meinem Kapital, und die meisten von euch haben nur ihre Grundstücke als Kapital, die haben dafür gearbeitet, die haben Kredite dafür aufgenommen. Und jetzt kommt jemand, der das einfach mal vernichten möchte. Also ich möchte euch bloß mal sagen, wie da Politik, Kommerz etc. zusammenarbeitet und ihr werdet davon gar nichts haben, wenn er euch nicht dahin wehrt. So Nachbarn, ich denke mal, jederzeit kann man diese Sachen hier, wir fotografieren sie dann nochmal und stellen sie hier anschließend nochmal rein, diese Sachen. Ihr bekommt das auch alles nochmal als Hauspost. Im Dorfkonsum in Zehlendorf hängt das auch nochmal aus, direkt auf dem Dorfplatz, kann man sich das jederzeit durchlesen. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen doch dazu bewegt habe, sich ein bisschen für die Sache zu interessieren.
Ja, und nicht nur darüber nachzudenken, ja, Eier wollen sie alle essen und irgendwo müssen die auch hergestellt werden und. Ist eine Sache, na, ja, ist so. Aber ich meine, hier betrifft es uns ganz konkret. Das ist keine abstrakte Sache, die tausende Kilometer von uns stattfindet oder irgendwo stattfindet oder irgendjemand stellt eine Theorie auf. Das sind keine Theorien, sondern das ist ein Fakt. Und diese Fakten, ja, werden uns hier ganz stark beeinflussen. Unser Leben, unsere Zukunft, Familien etc. Also, ich kann nur noch mal sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja, freue mich, dass ich Gehör gefunden habe bei dem einen oder anderen.